Mein Name ist Marco Zoll. Ich bin im Auftrag von der Donausilvi unterwegs. Wir sind ein Unternehmen, das eine Energiepflanze aussät. Das ist eine Alternative zum Mais. Die Silvi ist eine Dauerkultur, wird einmal angesät und wächst dann bis zu 20 Jahre wieder. Wir sehen jährlich so über 1200, 1300 Hektar die letzten 4 Jahre im Schnitt. Unterwegs sind wir da dabei mit 4 Maschinen der Marke JCB und Monosem und einem John Deere 6R. Besonderheiten der Silvi ist, dass sie durch das, dass sie mehrere Jahre steht, ein extrem gutes Wurzelwerk bildet. Dadurch werden die Böden besser befahrbar. Die Pflanze ist humusmehrend. Im Vergleich zum Mais haben wir auch keine Probleme mit Wildschäden, da das Wild die Silvi zwar nutzt als Deckung, aber jedoch nicht als Futterpflanze. Durch ihre tiefen Wurzeln haben wir den Vorteil, dass sie über längere Trockenperioden besser bestehen kann. Jedoch ist durch die feine Sämerei die Aussaat schwierig, um das Korn richtig abzulegen, damit es keimt. Im Vergleich zum Mais fängt die Silvi mit der Vegetation im Frühjahr früher an und hat eine Blütezeit von Juni bis September, also 3 Monate. Die Blüten werden gut angenommen von den Bienen, daher auch gut für die Imker. Und geerntet wird das Ganze mit Ende der Blüte, das ist so Anfang September. Die optimale Erntetechnik für die Silvi bietet sich mit dem Direct Disc an, da bei dem Maisgebiss durch wie der Name sagt, durch Wachsen, durch die nicht gerade Wuchsweise eine Verstopfung des Maisgebisses öfters der Fall ist. Mit einem Direct Disc am Häcksler angebaut geschieht die Ernte wesentlich einfacher. Im Hintergrund sieht man einen 2 Jahre alten Bestand, der vor 3 Jahren gesät worden ist. Also im ersten Jahr ist ja das Aufwuchsjahr im Mais. Der Mais als Deckpflanze, da er dann Schatten bildet und das Unkraut unterdrückt. Der zweite Aufwuchs ist hier schon erfolgt. Und dieses Jahr wird nun der 3. Aufwuchs erfolgen. Ertragsmäßig liegt die Silvi tonnagenmäßig gleich wie der Mais. Jedoch vom Gasertrag her ist die Silvi etwas schlechter. Die Silvi ist im ersten Jahr schwierig anzubauen, da die Voraussetzung ist, dass der Acker vorher unkrautfrei ist und gut vorbereitet sein muss. Das Saatbeet sollte feinkrümelig sein, so wie beim Rapssaatbeet. Wenn sich die Pflanze im ersten Jahr etabliert hat, hat man in den Folgejahren in der Regel wenig Probleme mit Unkraut, da die Pflanze an sich Unkraut unterdrückt. Jedoch schwierig ist es da im ersten Jahr, wenn wir da zu wenig Niederschlag haben, dass wir dann ihren Bestand gut etabliert bringen und dann auch im Folgejahr den stärkeren Bestand nicht so gut haben. Ansonsten, da wir die Silvi in 75 cm Reihenabstand legen, bietet sich die Möglichkeit, die Silvi zu hacken, wenn man Unkrautprobleme hat. Oder auch mit den Unkrautmitteln Stomp oder Focus Ultra zu behandeln. Die Pflanze wird im ersten Jahr etwa kniehoch, bildet sich im Maisbestand. Der Mais wird über der Pflanze abgehäckselt. Und ab dem 2. Jahr treiben die Silvi-Pflanzen neu in den Reihen aus und bilden einen hochwachsenden Bestand bis zu 3,50 Meter. Da die Pflanzen ein sehr tiefes Wurzelwachstum haben von bis zu 2 Metern, haben wir hier den Vorteil, längere Trockenperioden besser zu überstehen oder an grundwassergesättigten Standorten sogar extreme Trockenheiten gut auszuhalten. Da die Pflanze jedes Jahr wieder austreibt, werden die Arbeitsgänge des Pflügens und Neuanlegens erspart und somit auch gute Deckungsbeiträge erzielt im Abzug der Maschinenkosten und Vergleich des Ertrages. Zudem bietet es für den Boden Vorteile für die Mikroorganismen und Kleinstlebewesen, da der Boden in Ruhe bleibt und nicht jedes Jahr wieder neu umgebrochen wird. Somit haben wir ein hohes Bodenlebewesenaufkommen in den Silvi-Äckern und auch vermehrt Niederwild, also Hasen und so etwas. Durch die lange Blütezeit, gerade in den Monaten von Juni bis September, wo sonst relativ wenig blühtet, ist es eine sehr gern angenommene Nahrung für die Bienen. Bei weiterem Interesse über die Kultur können Sie sich gerne Infomaterial auf der Seite www.donausilvi.de holen
oder wir stehen Ihnen auch gerne telefonisch bei Fragen zur Verfügung. Danke.